Hallo zusammen, wir zeigen euch heute die Performance von Battlefield 4 im Single- und im Multiplayer-Modus. Dazu könnt ihr immer perfekt auf den Fraps-Counter links oben im Bild achten, der zeigt euch, wie viele Bilder pro Sekunde gerade zu sehen sind in der Spielszene. Im Einzelspieler liegt die Framerate auf unserem Testsystem mit einem Core i7 4770K und einer übertakteten GeForce GTX 87 bei Full HD und maximalen Details ziemlich konstant bei immer über 80 bis 90 Frames pro Sekunde. Das ist ziemlich ordentlich und ständig flüssig spielbar. Selbst in hektischen Szenen geht das Ganze nur mal ganz selten auf um die 60 Bilder pro Sekunde zurück. Wir zeigen euch jetzt einfach mal ein paar Action-Shots, damit ihr das Ganze einschätzen könnt. Gerade zu sehenden Szenen geben einen ganz guten Einblick, wie es in Battlefield 4 in der Singleplayer-Kampagne abgeht. Hektische Schießereien mit vielen Deckungsmöglichkeiten wechseln sich mit einzelnen Fahrzeugpassagen ab, die ihr gleich zu sehen bekommt. Perfektes Dreipunktwenden auch in Battlefield 4 überhaupt kein Problem. Nun geht's Vollgas zum nächsten Checkpoint, da tun wir uns gar nicht mit den ganzen Gegnern ab. Auch die Framerate bleibt wie unser Tempo sehr hoch bei um den 90 Bilder pro Sekunde. Das ist jetzt unsere bekannte Benchmark-Szene, nur aus einer etwas anderen Perspektive aufgenommen als sonst. Gut zu sehen, dass gleich, wenn eine große Explosion folgt und viele Partikeleffekte das Bild beherrschen, die Framerate auch im Singleplayer mal drastisch runtergehen kann. Nun befinden wir uns im Multiplayer-Modus, wo ich mir erstmal einen Panzer schnappe und hier durch die Stadt von Shanghai fahre. Die Bildrate nur noch bei knapp unter 70 FPS. Im Multiplayer ist Battlefield 4 nochmal ein ganzes Stück fordernder als im Singleplayer. Das System ist dasselbe High-End-System wie gerade eben und ihr seht schon, hier haben wir nur noch knapp über 50 FPS, gerade mal 60 zu stellen. Ich balle hier auf diesen Helikopter und wenn der jetzt in der Häuserschlucht verschwindet, steigt die Framerate zwar kurzzeitig, aber auch das sind immer nur einzelne Phasen. So, hier stürzt gerade das Hochhaus in der Mitte von Siege of Shanghai ein. Ordentlich Gravums, jede Menge Partikeleffekte und wie ihr seht, eine ziemlich niedrige Bildwiederholrate. Nur knapp 60, das ist für ein High-End-System schon ziemlich mies. Hitzige Schlachten zwischen Infanterie und Panzern gibt es in Battlefield 4 zur Genüge. Dieser nette Herr hier hat sich zur Verfügung gestellt, sich von unserer Panzerfaust einmal ordentlich eine vor den Latz knallen zu lassen. Glücklicherweise scheint er uns dabei nicht zu bemerken. Das gibt uns die Zeit, einen Blick auf die Bildwiederholrate zu werfen, die etwas schwankt, je nachdem wie viele Details gerade im Bild zu sehen sind. Wenn wir durch ein Zielfernrohr schauen, steigt die Framerate meist ziemlich drastisch an. Sobald wir das Ganze wieder wegmachen und einen Gegner plattballern aus der Hüfte, wie hier jetzt gerade, sinkt's Ganze. Auch diese Szene, auch wenn es keinen Feindkontakt gibt, zeigt wieder sehr schön, wie stark die Framerate bei Battlefield 4 von den gezeigten Partikeleffekten abhängig ist. Die gibt es im Multiplayer häufig zu sehen, deswegen bleibt die Framerate ziemlich konstant bei 60 Bildern pro Sekunde. Um zum Abschluss noch für ein wenig Krachbumm zu sorgen, schießen wir in bester Call of Duty-Manier noch kurz einen Helikopter vom Himmel. Bevor sich nicht nur mein Soldat flüchtend vor den Wrackteilen verabschiedet, sondern auch wir mit diesem Video.